Capital Bra, der Bruder hat auch wieder gestern komplett ohne große Ankündigung einen Song released. Mitten der Woche, der Bratan bleibt weiterhin ignorant, demonstriert seine Vormachtstellung damit, dass er einfach auf gängige Release-Konventionen komplett einen Fick gibt. Finde ich cool. Solange darunter die Qualität nicht leidet. Ich muss sagen, der Song mit Farid und Contra, der war ja nice. Auch wenn ich den Farid-Part jetzt nicht ganz so gefeiert habe, aber dafür hat der Contra-K-Part definitiv alles rasiert, Alter. Das hier ist ein Solo-Ding. Capital Bra, die Wahrheit ist kein Hit. Das klingt nach einer Deep-Nummer. Wir schallern direkt rein. Gift und Galle, danke für die 200 Bits, lieber Marvin. Wie ist es der letzte relevante Deutschrap-Streamer zu sein? Kuss. Ja. Es ist einsam an der Spitze, wie dieser großartige Künstler hier zu sagen pflegt. So, ich muss mal kurz refreshen. Oh, da sehen wir hier Platz 1 in den Trends, meine Freunde. Steht gar nicht davon, wem der Beat hier ist. Ach hier, Bizar, Joker F und Fill the Beat. Oh mein Gott! Also egal wie der Song wird, wir wissen auf jeden Fall, rein optisch wird das hier ein Gaumenschmaus, denn... Also Digga, ist das das Comeback des Jahres, Alter? Alle mal den Hammer in den Chat hier, Alter, Junge. Ah, das kommt jetzt, da hat Kapi mich aber hier kalt erwischt, Digga. Ist das ein Hotelzimmer? Könnte sein, ne? Hotelzimmer mit Kamin? Müsste eigentlich sein, ja. Also nicht könnte sein, sondern müsste sein. Heiko Hammer ist back, Alter. Ich bin ja euphorisch, meine Freunde. Oh, Alter, ey, vor allen Dingen, also wenn das gleich in den ersten Sekunden so aufblitzt, ja, warte. Boah, wie geil, Alter. Wie geil. So schön zu sehen. So schön zu sehen. Wie gesagt, auch wenn Kapi und Samra jetzt getrennte Wege gehen, ist natürlich von einer gewissen Tragik geprägt. Aber dass dafür Heiko Hammer und Capital Bra wieder zusammengefunden haben, sind wir mal ganz ehrlich, das ist nicht nur wichtiger für Deutschrap, sondern mir persönlich auch lieber. Das ist doch das wirklich wahre Traumduo. Nicht Kapi und Samra. Kapi und Heiko. Oh oh, oh oh, oh oh. Auf einem Trübsal blasenden Gitarrenbeat sehen wir erste Szenen, wie Capital Bra seine Nummer 1 Awards verbrennt. 20.000 Leute scheinen mein Name. Ich steck 50.000 Euro am Arm. Wie soll es weitergehen? Diese Gitarrenbeats von Joker F, aka DJ OKF. Es wird einfach nicht unlustig. Und Bizarr, die haben immer so ein bisschen so Nickelback-Vibes, ja. Das sind halt einfach immer nur Powerchords runtergeklimpert. Ist okay, ist okay, ist zweckdienlich, reißt aber jetzt auch kreativ, technisch keine Bäume aus, ne? Aber schauen wir mal, was Kapi draus macht. Ich denke, ich wäre reich, doch ich fühle mich so arm. In 20.000 Leute scheint mein Name. Das klingt eigentlich nice, aber ich glaube, jetzt übertreibt das. Das war die Hook, die wurde jetzt einmal durchgesungen, natürlich schon mit Autotune, aber Kapi präsentiert sich hier relativ zerbrechlich und zurückhaltend. Und dann ist es nicht ganz so ohrenkrebserzeugend. Ich finde, das klingt eigentlich nice, aber ich glaube, jetzt, wo er zum Nachschlag ansetzt, jetzt wird es, glaube ich, fies, Leute. Mann, wie soll es weitergehen? Ich habe keinen Plan. Sie denken, ich wäre reich, doch ich fühle mich so. Nee, geht eigentlich. Ich habe es mir deutlich schlimmer vorgestellt gerade. Es ist natürlich dieses typische Gejaule, es ist dieses typische unsaubere Mumble-Ding. Kann aber mit der Melodie eigentlich relativ viel anfangen. Ich mag das eigentlich. Es wird jetzt vielleicht viele von euch verwundern und ich glaube, jetzt kommt ein cleaner Part. Schauen wir mal. Fick die Nummer 1 Awards, fick die Platten an der Wand. Fick die Bands, fick die Rolex an der Hand. Ja, ist halt das, was man direkt jetzt hier vom ersten Motiv des Videos ahnen konnte, dass es halt hier darum geht. Alles, was ich mir jetzt hier so materiell aufgebaut habe, ist alles vergänglich. Fick auf diese ganze Sache. Denn im Endeffekt ist es nichts, was jetzt denn nachhaltig glücklich macht. Und ich fühle mich einsam. Bar auf der Bank, Leute denken, ich bin satt. Leute, ich hab Hunger, aber alles schmeckt nach Sand. Und ich bin ja echt guter Dinge. Das ist Inhalt. Das ist jetzt hier kein Kreuzworträtsel-Rap über sechssilbige verschachtelte Reime. Aber es ist gut. Das ist gut, Digga. Ach, was wollt ihr mir erzählen? Ich hab meine Mama seit Monaten nicht gesehen. Es gab ja zum Beispiel auch auf CB6 zum Ende hin ein paar emotionalere Lieder, wo ich auch definitiv an dem ein oder anderen Part durchaus Gefallen gefunden habe, ja. Es wird hell und ich bin wieder Kaffer. Ich bin ein guter Rapper, doch kein guter Vater. Bruder, 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 alter Schwede. Das ist ja Gänsehaut gerade, ja? Und wie oft bin ich meiner Frau fremdgegangen? Ich
hab dir wehgetan, nenn mich nicht Ehrenmann. Alter, Kapi, Digga. Das war also auch gerade mit der optischen Umsetzung hier, war das gerade sehr, 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 sehr eindringlich, Digga. Ich bin doch kein guter Vater. Und wie oft bin ich meiner Frau fremdgegangen? Ich hab dir wehgetan, nenn mich nicht Ehrenmann. Alter, das ist anders heftig. Digga, das sind sehr, sehr heftige Lines, Alter. Habe ich jetzt so nicht erwartet, ja. Ist man jetzt von Kapi so in den letzten großen Singles gar nicht so gewohnt, dass er hier so krass aus seinem privaten Leben Sachen von sich preisgibt, die halt auch definitiv nicht für ihn sprechen, ja. Alter, also Respekt dafür auf jeden Fall, für das schonungslose Nennen seiner eigenen Fehler, seiner eigenen Fehltritte, die er anscheinend halt auch bereut oder worauf er nicht stolz ist. Jetzt auch rein musikalisch gesehen, muss ich sagen, dass Kapi für mich aktuell eher in die richtige Richtung geht als Samra. Auf den ich persönlich vor einem Jahr noch mehr gesetzt hätte, dass er wieder auf den richtigen Pfad findet, musikalisch gesehen. Also die letzten Dinger von Kapi, die kann ich mir sehr, sehr gut geben. Also wenn das weiter so geht, dann werden ja die Cringe-Reactions immer rarer. Gerade so die zweite Hälfte vom Part, also war ja eine eindringliche Line nach der nächsten, ja. Ich habe meine Frau sehr oft betrogen, nennt mich nicht Ehrenmann. Ich bin ein schlechter Vater. Ich habe meine Mutter schon seit Monaten nicht gesehen und so weiter. Digga, das... Und dann halt auch noch zu sehen, wie Kapi hier offensichtlich gerade am Boden zerstört in irgendeinem Backstage ist und sich halt, keine Ahnung, komplett von Kummer geplagt hier den Woddy gibt. Das ist schon krass, Digga. Ich steh 50.000 Euro am Arm. Wie soll es weitergehen? Ich habe keinen Plan. Ich mag die Hook, Digga. Ich mag die Hook. Die Hook klingt nice. Die Hook ist catchy, Digga. Großen verdiene Millionen. Dafür verpasse ich den ersten Schritt von meinem Sohn. Ja, das sind Opportunitätskosten, ja. Nennt man sowas. Kapi ist am Hustlen. Kapi ist komplett 24-7 auf Achse. Ist die ganze Zeit im Studio, auf Tour, am Connecten, am Viben, am Rumreisen, Musikvideos drehen, sein Output am Maximieren. Lebt dann natürlich auch einen extremen Lifestyle, aber dadurch natürlich auch nicht zu Hause und verpasst dann entscheidende Lebensabschnitte seiner Kinder. Und ich glaube, das ist auch etwas, was einem dann besonders bewusst wird, wenn es nach so einer durchzechten Nacht oder nach so einem großen Konzert oder nach so einer ausufernden Party 3 Uhr, 4 Uhr nachts im Hotelzimmer dunkel wird und man dann mit sich alleine ist, wieder runterkommt und dann plagen einen solche Gedanken, ne? Dann wird einem sowas erstmal bewusst und ich sag nicht, dass das falsch ist, aber es ist natürlich schade. Es ist schade, die ersten Schritte seines Kindes zu verpassen und zwar aus freien Stücken im Endeffekt, ne? Es ist ja eine Entscheidung, die man sozusagen trifft, aber es ist jetzt auch nicht so, dass Kapi sagt, ich mag meine Kinder nicht und deswegen lege ich hier einfach vor auf der Couch rum, schaue Netflix und verpasse das, weil im Nachbarsdorf gerade mein Sohn irgendwie das Laufen lernt. Nein, er versucht ja etwas zu erschaffen. Er versucht ja sozusagen an seiner Legacy zu arbeiten, weiterhin finanziell unabhängig zu bleiben. Der Bruder hat ja schon Millionen gescheffelt und will halt ausgesorgt haben, dass seine Kinder sich wahrscheinlich auch irgendwann mal nicht irgendwie um irgendwelche finanziellen Sachen Sorgen machen müssen. Ja. Und was auch immer wieder von mir gern gehört wird, so etwas, denn ich kann mir solche Thematiken, solche Motive in Rap-Songs deutlich mehr geben, als wenn es jetzt das 50. Mal darum geht, welche Gucci-Tasche man sich gekauft hat. Ja. Ich finde, das ist ein hochinteressanter Song, denn es ist eine rare Aufnahme von sehr privaten Gedanken, die Kapi hier mit uns teilt. Das ist Shit von meinem Sohn, denn es ist eine Sache, Barra zu verdienen. Ich kann Spielzeug für ihn kaufen, noch keine Zeit mit ihm zu spielen. Ist geil, ist gut gemacht, Digga. Ist gut. Es ist wirklich, also von den Lyrics her ist es wirklich auch gut. Gutes Sinnbild, in dem er Zeit und Geld miteinander vergleicht. Klar, er hat alles Geld der Welt und kann seinem Kind halt alle möglichen Spielsachen kaufen, teure Markenspielsachen und alles drum und dran, kann den er wirklich mit LKW-Ladungen an Spielzeug überhäufen, aber hat keine Zeit, um mit seinem Sohn auch gemeinsam mit diesen Spielsachen zu spielen, ne? Das ist auch ein
Stark allein, Digga. Holt mich extrem ab hier, muss ich ganz ehrlich sagen, Digga. Und ihr wisst selber, wenn ich was an Kapi zu kritisieren habe, halte ich damit nicht hinterm Berg, ne? Geld aus, dir geht es gut, du bist fame, du hast Hype, du hast einen guten Ruf, warum? Kapi hat viele deine Reactions reingezogen, deshalb kommen weniger Cringe-Songs. Nein, nein. Also, ich weiß, dass Kapi meine Reactions kennt und so weiter, ja. Ihr wisst, habe ich euch ja schon mal erzählt, dass wir da auch schon mal geschrieben haben drüber und so weiter. Und er nimmt das alles mit Humor. Ihr wisst selber, ich halte mich für den Allergeilsten, aber da würde ich mir jetzt hier zu viel zusprechen, wenn ich irgendein Fünkchen Einfluss auch auf seinen musikalischen Output hätte, ja. Kriegst du nicht genug? Bra, mir geht es nicht um Geld, läuft kein Beat im Hintergrund, bin ich wie auf Entzug. Ich könnte den Namen. Ja, ist natürlich eine legitime Frage, die man sich jetzt als Außenstehender stellen könnte, ja. Kapi, warum machst du denn dann nicht einfach eine Pause? Warum hörst du denn nicht einfach dann mal 6 Monate auf mit Musik, ziehst dich zurück, kümmerst dich um deine Familie, verbringst Zeit mit deiner Familie, kommst mal zur Ruhe, machst mal so einen Detox und alles drum und dran. Ja, es ist schwer. Es ist schwer nachzuvollziehen für Außenstehende, die nicht diesen Lifestyle leben, Digga. Denn man darf auch nicht vergessen, was Kapi halt für eine unglaublich steile Karriere in extrem kurzer Zeit hingelegt hat. Klar, der Bruder war vorher in der Battle-Rap-Szene schon aktiv, hat davor auch schon released und alles drum und dran. Aber dann, als es bei ihm losging, ist es ja explodiert. Es ist ja komplett explodiert und dann gab es da eigentlich auch keinen Abklang, ja. Sehr, sehr schneller, exzessiver Lifestyle und sehr, sehr hoher Output. Ein paar Monate einfach sich zurückziehen, würde ihm vielleicht mal ganz gut tun, aber vielleicht ist das halt auch dann so zu einer, fast schon wie so zu einer Art Droge geworden, von der er sich einfach nicht losreißen kann. Ja, so klingt es jedenfalls. So versucht er sich auf jeden Fall zu erklären. Stellt euch mal vor, Capital Bra, einfach mal 6 bis 9 Monate, kein Lebenszeichen und dann kommt der mystische Comeback-Post auf seinem Instagram-Profil. Digga, die Leute würden ausrasten. Die Leute würden ausrasten, Digga. Meine Kinder tätowieren. Doch ich weiß, das würde sie nicht interessieren. Wie gesagt, das muss er halt mit sich selber vereinbaren können und das muss er selber auch wollen. Das muss er selber auch für sich so entscheiden, dass das das Richtige ist, was er jetzt und hier machen möchte. Bis das geschieht, wird er weiterhin diesen Zwiespalt hier in sich haben, der ihn offensichtlich sehr emotional mitnimmt, wie man hier sieht und wie man hier vor allen Dingen auch hört. Ich mach Para nur für sie, aber ihnen ist es scheißegal. Sie wollen Papa und nicht Kapital. Geile Lines, Alter. Also ich finde, also beide Parts überragend, ja. Wie soll es weitergehen? Ich habe keinen Plan. Sie denken, ich werde reich, doch ich fühle mich so arm. Bei beiden Parts, die letzten Lines, unglaublich eindringlich, ja? Geil, geil, geil. In 20.000 wird der Schein mein Name. Ich trage 50.000 Euro am Arm. Der Track ist ähnlich wie von ihm Einsam an der Spitze. Ich muss sagen, der Track gefällt mir besser als Einsam an der Spitze. Einsam an der Spitze war thematisch ähnlich, gebe ich dir recht, aber das Ding hier, finde ich, ist nochmal eine ganze Schippe eindringlicher als Einsam an der Spitze, Digga. Ist geil, Mann. Ist geil. Ist 100% authentisch, ist 100% echt und ich finde das nice. Es gibt definitiv andere Rapper oder andere große Musiker, große Superstars, die Ähnliches durchleben wie Kapi, ja, aber das ums Verrecken niemals mit ihrer Community teilen wollen, weil die natürlich dieses Saubermann-Image aufrechterhalten wollen, ja. Und Kapi ist jemand, der das mit seinen Fans teilen möchte, weil es ihm am Herzen liegt und weil ihm seine Fans am Herzen liegen und deswegen offenbart er sich hier. Und ich finde, das ist nicht nur mutig, sondern das ist auch ein guter Schritt dahingehend, das Ganze zu bewältigen und vielleicht auch sich selber neu zu orientieren und mal ein bisschen Struktur darin reinzubringen und zu versuchen, diesen Spagat zwischen Familienvater und Rap-Superstar vielleicht irgendwie ein bisschen besser zu meistern. Denn wie Kapi schon gesagt hat, seine Kinder wünschen sich nicht Kapital, seine Kinder wünschen sich ihren Vater. Ja? Geld kommt, Geld geht, Geld kann man reproduzieren, gerade wenn man halt schon über so ein Vermögen verfügt wie Capital Bra. Irgendwann arbeitet dein Geld, wenn man sich nicht komplett dumm anstellt, auch für sich selber. Ja? Aber Zeit, Bruder, also deine Kinder werden nie wieder so jung sein wie jetzt. Ja? Und wenn man gewisse finanzielle Entscheidungen in 2, 3 Jahren bereut, kann man daran arbeiten, die vielleicht ungeschehen zu machen oder sich etwas zurückzuholen, wo man denkt, okay, das ist mir entgangen. Aber wenn man in 2, 3 Jahren
gewisse Entscheidungen bereut, wo man sich vielleicht dagegen entschlossen hat, seine Kinder zu sehen und mit seinen Kindern Zeit zu verbringen, das kann man sich nicht zurückholen. Wir können leider nicht in die Vergangenheit reisen. Deswegen, also ich hoffe, dass er da auf jeden Fall den Spagat besser meistert, als wie es jetzt hier augenscheinlich der Fall ist. Ich wünsche es ihm natürlich, ja, denn es scheint so, als ob er seine Kinder wirklich liebt, ja, als ob er hier wirklich wahrhaftige Liebe für seine Kinder hat und auch gerne mit ihnen Zeit verbringen möchte, aber mit der ganzen Nummer hier ein bisschen überfordert ist. Und das ist auch nur menschlich und ich finde das gut, dass Kapi hier seine Menschlichkeit uns präsentiert, Digga. Digga, also ich bin ja komplett geplättet, Alter. Holy shit. Holy shit. Thematisch ist das wirklich ganz großes Kino hier gewesen. Ja, auch die Hook hat mir gefallen. Mashallah, mach nochmal. Aber gerade die beiden Parts waren, glaube ich, so von der Atmosphäre her und vom Gänsehautfaktor vielleicht mit die eindringlichsten, die ich jemals von Kapi gehört habe, Alter.